Herzlich willkommen zu meiner Folge von MCD. Das ist mein Test über einen zweiten Computer, eine Aufnahme zu gestalten. Ob das jetzt besser klappt von Leistung her, dass es keine Abbrüche gibt oder keine Unterbrechung. Ich teste ganz mal. Ich muss das selbst mal rausfinden, ob Ton und so passt. Das heißt, dass es nicht zu leise ist, dass ich so gut zu hören bin, weil ich Mikrofon umgebaut habe und die ganze Tongeschichte vom anderen PC ebenfalls. So, ich habe jetzt kurz überlegen. Wir haben noch ein bisschen Zement, er mischt noch, nicht mehr. Dann gucken wir, was wir dann mischen können. Wir brauchen noch was. Das sieht gut aus, wir machen das mal. 500. Mix. Und dann machen wir den Rest. Dann haben wir immer 6 Minuten alles fertig. So, hier mal schauen, wir haben noch Munition zu machen. Das heißt, gucken wir hier an Schießpulver. Ein bisschen was vor. Ich will jetzt unten noch eine Tür bauen und eine Tür und ein paar Schießdinger. Schaden im Prinzip. Und dazu muss ich mir erstmal was zurechtlegen, und zwar Gitter hatte ich irgendwo fertig gehabt, ich glaube schon, dass ich hatte, wenn ich nur mich anfertigen. Ich bin ein bisschen auf der Puste, weil das Ganze einstellen, technikmäßig, ist ein bisschen, sagen wir so, es war nicht einfach. So, ich habe hier nicht, ich habe Holz bei mir, ich glaube nicht. Wir nehmen ein bisschen was raus. Ne? 2000. So, dann stellen wir her diese guten Dinger. Die Fenster, das sind Waffen, da drin nichts. Hier hinten, ne? Ich probier mal. Die müssen hier bauen, ich kann ja nicht aufwerten her. So wie hier mit Eisen aufgewertet und dann sind die auch recht stabil. Muss mal schauen, ob wir noch Eisen da haben. Links gucken natürlich. Und da werden wir gleich die Eisenbahn herstellen. Denn von denen brauchen wir ein paar. So. Und dann die Dinge nach vorne holen. Und unseren Pickel. Aber Tuckels habe ich noch 2. Okay. Ich bin hungrig. Ja. Wie immer, wir fressen, wir weitermachen, und zwar reparieren wir mal ganz kurz, dann gehen wir das Essen, 5, ich habe nämlich herausgefunden, was jetzt eine Schwachstelle sein könnte, das ist hinterm Haus, die Dinger werden wir auch mitnehmen. Die auch. Essen. Essen was Schönes. Ja. Maisbrot. Hauptsache wird nicht schlecht. Gut, muss mal reichen. So, das heißt, und zwar hier im Haus. Von hier sehe ich dich schlecht. Beziehungsweise habe keine Chance, die da zu erreichen. Dann überlege ich mich, ich muss ja auch rausgehen. Das heißt, runtergehen.
entweder hier. Gut, hier geht's nicht, da ist die Treppe. Da ist der Kelleraufgang, dann müssen wir hier mal gucken, ob wir hier zumindest eine Tür einbauen können. Wenn wir draußen ausbauen, müssen wir nicht herumlaufen und wir können eh nicht mehr rein, weil wir im Prinzip überall Dinge gebaut haben. Dazu machen wir mal frei. Und bauen die draußen im Prinzip hier ist mal eine Tür. Habe ich eine Tür fertig? Natürlich nicht. Tür ist nicht fertig, sehe ich gerade. Aber das kriegen wir noch hin. Da brauchen wir mal mehr. Rezepte, das kriegen wir hinten damit hin. Oh ja. Schubfach. Waffenschrank. Tresortür. Federn und die Federn haben wir und die Dinger auch. Dann stellen wir eine Tresortür her. Oder sogar stabiler. Also, ich muss mal gucken, wir wissen jetzt hier links und rechts, ja, das passt. Gebäude ist so dürftig. Aber das Spiel hat dermaßen stark Ressourcen mal gefressen, auf gut Deutsch, dass ich mich dafür entschieden habe, das umzuändern. So, Federn. Das sind doch 6, nehmen wir gleich. Und wieder mal rauf. Stahl. Rezepte, Tresortür, Tresorklappe, Stahlleiter. Wir wollen doch hier noch nicht gebaut, ne? Aber gut. Erstmal haben wir auch nicht schlecht. Erstmal Tresortür, das wollen wir zuerst machen. So. Warum geht's nicht? Ich habe Stahl, ich habe Schraubenfedern, ich habe Dings. Werkbank. Okay. Stahl, Rezepte. So, wir brauchen was ganz wichtig, die Tür. Die Tür müssen wir zuerst haben, sonst können wir da nicht gefahrlos agieren. Das heißt, hier müssen wir zuerst bauen. Ne, das ist sonst zu gefährlich auf Dauer aufzulassen. Weil die kreuzen einfach auf. Dann ruft die andere ihre Freunde zusammen, die Schreierin, und dann haben wir richtig Probleme. Ich meine, ich kann immer nach oben flüchten, ich kann die Tür zumachen, aber das, da halte ich sie ja nicht auf. So, hier soll Tür rein. Das ist dann die 5. Hier soll ein Gitter rein. Der trinken soll, Mensch. War da was gewesen? Trinken wir Kaffee. So. Dann kommt hier ein Fenster rein, also beziehungsweise ein Gitter. Hier die Tür. Machen wir erst auf, wenn die Tür da ist. Hier kommt auch ein Gitter rein. Muss so sein. So, muss gucken, Zeit. Früher konnte ich immer leicht rechts schielen, hat gepasst. Heute läuft das extra. Echt ist nur der Monitor für die Leistung. So, hier machen wir das gleiche. Hier werden wir auch Gitter reinbauen. Um die bei Bedarf gleich rechts zu empfangen. Ne? Beziehungsweise jemand aufstellen, die Geräte da hinten rumstehen. Einen habe ich noch im Metall, glaube ich, den können wir da gleich nutzen.
Ziegelmauerwerk ist für die kein Hindernis. Ich habe ja gesehen, bei Beton nachts haben sie die ja förmlich überrannt. Die haben zwei Betonteile rausgeschlagen und sind in den Keller reingekommen. Ich habe im Kellerprinzip Eisen gefördert, also das schon mal ganz gut. Das sind Holzteile, die muss ich aufwerten. Sonst die Holzdinger, die halten sie nicht auf. Na, dahin. Aber hier kann ich es auch direkt beschießen, ne? Also so, dann machen wir hier auch noch. Ich habe noch vier Stück. Dann müssen hier noch zwei rein. Ja, dann muss man nach und nach umbauen. Von außen muss ich noch verstärken. Da bin ich aktuell noch zu anfällig. Der Graben muss noch vertieft werden, der muss noch stabilisiert werden. Die Dinger müssen noch aufgestellt werden, ein paar Stück noch. Vor allen Dingen vorne, wo ich jetzt den Schwachpunkt sehe. Und dann muss Stück für Stück ausbauen. Schöne Natur, ne? Natur ist was Schönes geworden hier mit Bäumen und so. Ich meine, die Fernsicht ist nicht so optimal, obwohl die Fernsicht ist eigentlich in der Aufnahme, ich glaube, besser. Ich weiß nicht genau. Kann natürlich auch täuschen. Ich muss jetzt unten immer schauen, nachher in der Probe. Die Gitter werden sie nicht aushalten, aber die Gitter haben ja mit Eisen aufgewertet einen besseren Wert für die Ziegel. 1000 mehr. Aber so, guck mal, eine Tresortür und ein paar Eisenteile. Hier wollen wir noch Stufen bauen, Treppen. Und eine zweite Tür. Dann hier. Gut, kann ich sie hier auch, aber ich kann hier vorne nicht sehen. Das ist mir blöd. Da muss ich mal sehen, dass ich da irgendwie was mache. Die Tür ist auch ungünstig. So, hier haben wir keine Eisenteile, hier haben wir unsere Tresortür. Ist auch ein bisschen stabiler wie die Eisentür. Obwohl, da gehen die halt woanders durch, ne? Also. So, unsere Eisenteile. Ich glaube, heute ist Blutmond. Blei, Schuss. Nehmen wir auch mit. Das kann ich zurückbringen, zurückstellen. Das war jetzt hier etwas ungünstig, verkehrt. Aber wir haben jetzt keine Zeit. Alles Ballast, wir sind eh schon überladen. Leben können wir hier zurücklegen. Die Stahlteile nehmen wir mit. So, Eisengitter haben wir auch für unsere Höhe. Machen die kaputt. So, Sand. Sofort das Fleisch noch. Unser Karton. Baumwolle. Wie Hunger der Bursche.
So, was zu trinken. Dann nehmen wir was mit. Oder das nicht. Bier, na, Bier macht los. Ein bisschen Saft halt mit denen. Ne? Wasser mit. So. Bisschen gestärkt und Wasser mitgenommen. Na gut. Und das ist gewesen, ne? So. Jetzt bauen wir die Tür ein und werten gleich die Eisendinge auf. Schon wieder hungrig. Wir müssen morgen losziehen und was besorgen. So. Den Bereich müssen wir wegnehmen. Ah, dann müssen wir umbauen auf Axt. Geht schneller. Den nehme ich deswegen weg, weil es mir zu gefährlich ist. Ah, jetzt mal die Tür, ne? Das ist gut. Wenn der innen aufgeht. Wollen wir mal gucken. Was die Werte hat. 7000. 7000, das ist gut. Da ballen sich nicht die Nase, die Zähne aus, die Zombies. Das nehme ich deswegen weg, weil ich immer hier vorne mich persönlich gefährlich sehe. Das nehme ich auch weg. Obwohl, das muss ich lassen. Muss ich eigentlich lassen. Das ist dann heikel. So, gut. Nicht gut. Erstmal aufwerten. Unsere zehn Stück. Gut, hat gereicht. Wie gesagt, ich vermute mal ganz stark, hier muss ich alles Beton machen, die ganze Fläche. Aber wir werden erstmal zum jetzigen Zeitpunkt hier das absichern mit unseren Teilen. Das heißt, ganz kurz schauen, ob wir hier einen Mann haben. Ja, 22 immerhin. Beton haben wir nicht so viel. Denn hier ist es, haben sie mir gestern probiert. Oder heute früh. Diesen Schaden anzurichten, sag mal so. Dann kommen sie aus dem Haus hier, die Ecke. Hier ist ja mein Keller, das ist ja das hochbrisant. Der Beziehung brisant, weil ja. Ich habe noch 6. Hier ist der ganze Boden im Grunde ungünstig. Hier ist nicht sauber.
Muss ich mal sehen. Ich hole mal jetzt Beton. Wenn sie mal aufkreuzen, dann kann ich sie entsprechend schon sehen und anfangen. Hier war Tür auf. Früher ging ich immer hoch, ne? Rest der Treppe ist noch da, nur gleich weg. Und jetzt habe ich da oben aber diesen so eine Art Schießscharten gemacht, falls sie hier reinkommen, dass ich von oben die schießen kann, erschießen kann. Ich befürchte, die laufen mir hier eher hoch. Und da habe ich auch schon vorgesorgt, weil da kann ich von da erschießen. Hier vorne stehen sie und buddeln und kloppen sie. Ungünstig. So, ansonsten müsste ich hier nochmal aufbauen. Zum Schießen. Muss ich mal gucken. Ja, nehmen wir da weg. Die müsste ich auch eine ganz Dings machen, also idealerweise wäre hier im Balkon nicht schlecht, aber hier jetzt bauen wir hier nichts, dazu fehlt uns die Zeit. Jetzt haben wir schon 15:54 Uhr. Essen nehmen wir auch was. Das heißt, jetzt haben wir Maismehl. Ich habe doch nichts mehr so viel. Also Brot habe ich noch da, aber das ist nicht ideal. Oder? Und backen wir mal Kuchen, ne? Minuten Holz. Kriegen wir ein bisschen Kuchen zusammen. Das ist 6 Stück, da kommen wir ein bisschen hin. So, Schießpulver. Oh ja, das haben wir gut. Jetzt werden wir hier noch ein bisschen was herstellen. Das ist doch was, ne? So, hier kurz die Holzkette herstellen. So. Hier, 4 Stück. Die gehen ziemlich schnell. Und bauen wir da noch vorne rein. Und dass die uns hier die reinspringen, ne? Dann müssen wir uns noch ein paar Tourdinger herstellen. Machen wir gleich. Jetzt kann ich die Jungs hier empfangen. Die können ja nur bis zu den Eisendingern gehen und dann und hier eine Tür natürlich, ne? Da kann ich unten am besten machen. Müsste man hier noch eine Treppe machen am besten oder ein Loch, wo man rein runterspringen könnte. Na ja, mal sehen, ob das Sinn macht. Ja, das war ja mein größtes Problem bisher, wenn sie gekommen sind. Die sind hier und dann hast du nicht erreicht. Und oben ist der Winkel zu ungünstig, zu weit weg und dann hast du Probleme. So, ob wir was speisen und dann. Wir gehen mal auf dem Dach und gucken, was unsere Maisplatz machen. Sind gut aus. Wenn da steht Maisstau, dann ist es gut. So ist das noch Korn, also nichts ordentliches. Also klar, die kleinen sowieso nicht. Körning, das wächst noch, das ist eh klar. Körning, ja.
was immer heißen soll. Ne? Wenn ich sie jetzt ernten würde, wäre das sofort bei mir als Saatgut im Gepäck. So, das ist hier Kaffeesamen, ja, das ist gut. Das ist schon teilweise auf Deutsch, aber nicht alles. So, hier kann ich zwar erreichen, aber naja. Hier oben ist eine, da oben ist eine kleine Flak gegen die blöden. Der wird Durst, ne? Trinken wir was. Dann machen wir was rein hier. Oh, schön Saft. Ne? Und Speisen. Die 4% sind mir gefährlich. Ich kann das Ganze natürlich über ein gut, da haben wir schon mal Beton für die Zukunft. So, Maismehl zurück. Flasche auch, die leere. Die Munition nehmen wir hier rüber. Das nach unten. Das kommt drüben wieder rein bei der Schmiede. Bei der neuen Schmiede. Wenn ich es hinbekomme, werde ich es wieder umbauen. Aber aktuell ist es so, dass ich nicht hinkriege, also was umzubauen. Also auszunehmen, kriege ich aktuell nicht hin. Also ich habe es schon mal hingekriegt, vom Keller hierher, aber seitdem geht das nicht. So, Steine. Nehmen wir die Hülsen auch wieder raus. Die Munition, die jetzt herstellt, wird direkt raus, denke ich mal. Die, ja, wir brauchen noch Kleber, Beton. Wir brauchen noch Kleber, das brauchen wir schmutziges Wasser, haben wir drüben. Kleber haben wir eigentlich normalerweise. Klebeband und dann Reparaturkits herstellen. Kleber. Da muss ich mir irgendwann mal ein richtiges System einfallen lassen. Oder Gehirntrainierung und alles. Ich war mir sicher, dass ich Kleber hatte. Licht habe ich gefunden. Man findet ja viele Sachen, da ist der Kleber. So, jetzt brauche ich nur noch Stofffetzen. Eigentlich da. 9. Müsste eigentlich mehr haben. Müsste. Da ist ein Dings. Das kann man noch holen irgendwo. Die Flaschen habe ich woanders auch schon gehabt. Hier habe ich normalerweise keine Stofffetzen, aber ich schaue mal nach. Die Tür habe ich auch drin. Weitere 7. Bretter nehmen wir auch raus. Papier. Früher war ich hier drin gewesen, bei den Federn und da war auch hier Leder. Aber aktuell sehe ich nicht mehr. Gut, das muss mal reichen. Ne, es sieht nicht. Dass wir gleich mal herstellen. Da immerhin, ne? 6 Stück ist auch viel. So, dann machen wir 6 Stück her, dann machen wir gleich 16 Reparaturkits und dann können wir sagen, sind gerüstet. Gut für Essen. Ist natürlich eng.
Gruppe. Steigert das. Das Teil wollte ich noch aufstellen. Das werde ich auch gleich tun. Und zwar hier. Munition haben wir dabei. Hier. So, wenn jetzt die Typen hier hochkommen wollen, dann kriegen sie erstmal auf den Sack. Hier würde ich sie eigentlich selbst erschießen, eine Möglichkeit. Um XP zu bekommen. Ja, und dann, wenn es alles schief geht, geht es auf Dach. So, was haben wir schönes? Munition. Also munitionstechnisch sieht es gut aus. Die Pfeile können wir rausnehmen. Die. Ach, da haben wir die anderen Teile, okay. Glas kommt woanders rein. Und jetzt werden wir gleich mal die Dinge herstellen mit der Toolkits. Da fehlt ja jetzt Eisenpfeile, ne? Die anderen Pfeile. Haben wir schon rausgenommen. Mal herstellen. Von denen her können wir nicht genug haben. Waffe ist ja schon richtig kaputt. Reparieren. So wichtig. Wenn nachts das Ding kaputt geht, ist ungünstig. Das dauert zu lange. So. Dann werden wir jetzt mal hier was rausstellen. Das brauchen wir erstmal nicht mehr. Die zwei Dinger retten wir eben auch nicht. Das werden wir auch erstmal dahin stellen. Jagdgewehr werden wir auch gleich reparieren. Wasser ist wichtig, Schaufel, nehmen wir raus. Obwohl, das können wir ganz gut brauchen, wenn wir das reparieren wollen. Jetzt ziehen wir raus. Jetzt bauen wir raus. Alles, was wir irgendwie auf verzichten können und behalten wollen, behalten wir am Mann. Denn man weiß ja nie, ob wir unseren Rucksack eh wieder kriegen. Ne? Hier ist es drin. Oh, wir haben hier was Saft drin. Passt. Der hat einen Mod. Achso. Müssen wir später rausnehmen. Wenn wir in eine Eiswüste fahren hier oder in eine Eisgegend, da ein bisschen warm ist. Ja, ansonsten. Wir sind durch, ne? Achso, was macht er gerade die Dinger fertig? Ja, das passt. Okay, das sollte nicht so schlimm sein. Wir wollen auch den noch rausnehmen. Klebeband können wir rausnehmen. Werkbanken ist gut, dass wir das bauen können. Was kommt denn hier rein? Ich habe die Dinge auch woanders schon. Die brauche ich. Bretter zu reparieren vielleicht. Trinken. Ja, das brauchen wir auch. Für den Fall der Fälle. Sanikasten. Die leeren Flaschen können wir rausnehmen. Die haben wir hier schon. Normalerweise. So. Die wollte ich noch einpflanzen. Und hier können wir rausgehen, Rezepte. Dann können wir sehen, aha. Aus Saft können wir Rezepte. Das können wir nicht erstellen, okay. Aber wir werden das mal einpflanzen. Wir wollen ja ein bisschen Blümchen haben, ne? Den Tee oder so, das Zeug ist hier. Schauen wir. Oh, der Kaffee ist glaube ich reif. Kaffeestrauch. Ah, wir haben Kaffee. Warning. Das ist mein Staude. Wenn Maisstaude steht, dann können wir ernten. Die Pflanze wird erhalten. So, jetzt ist der Tag rot, Blutmond. Das heißt, wir werden mal die Aufnahme und machen mehr weiter. Jetzt sagt bis nachher und tschüss und winke winke. Danke fürs Reinschauen. Tschüss.
Ich muss mal ganz kurz die Aufnahme überprüfen.